Bremerhaven inzet op duurzaamheid blijkt wel uit de initiatieven van hotels en attracties gericht op het klimaat. Ook deze local draagt zijn steentje hieraan bij. Als stadsimker onderhoudt hij op verschillende plekken in Bremerhaven bijenkolonies. Mijn naam is Andreas Brederhorn, ik ben 35 jaar oud, komme en woon in Bremerhaven. Ich bin Imker in Bremerhaven, weil wir halt so viele Facetten hier in Bremerhaven haben. Wir haben hier vor der Tür den Deich, wir haben den Stadtpark, wir haben so viele verschiedene Geschmacksrichtungen und das an einem Ort. Mein Tag als Imker ist, morgens aufzustehen, mit dem Fahrrad von Bienenvolk zu fahren, zu den verschiedenen Standorten und erstmal zu schauen, wie es den Bienen überhaupt geht. Später, wenn die genug Honig eingetragen haben, den Honig zu ernten, ihn zu verarbeiten und letztendlich in Gläser abzufüllen. Bremerhaven und Nachhaltigkeit ist sehr stark miteinander verbunden. Wir haben das Atlantic Hotel hier, das Jaich Hotel mit ihrer Philosophie. Alles zusammen macht es halt schön. Stolz macht mich auf Bremerhaven, auf die Vielseitigkeit, die wir hier haben. Wie zum Beispiel maritime Technologien, Fischverarbeitung und viele neue Projekte, die wir halt hier in Bremerhaven haben. Das Schöne an den Standorten hier ist halt, man kann von hier alles überblicken. Die Hafenwelten, den maritimen Flair, das Schulschiff Deutschland oder auch im Stadtpark die Natur so nah. Als Besucher in Bremerhaven sollten Sie auf jeden Fall die Hafenwelten sehen, wie zum Beispiel das Klimahaus, das Auswandererhaus, das Schifffahrtsmuseum oder auch das Schulschiff Deutschland. Wichtig ist auch zu wissen, jeder von uns kann Imker werden. Nicht gleich mit einem eigenen Volk, so wie es hier ist, sondern jeder kann zum Beispiel Saatmischungen anpflanzen oder auch den Rasen mal ein bisschen länger werden lassen. Also vieles hilft den Bienen, den Wildbienen, den Hummeln, den Schmetterlingen. Wenn ich Bremerhaven in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, unberechenbar und vielfältig, wie das Leben an der Küste. Schön wäre es, wenn die Touristen in Bremerhaven die Stadt so sehen, wie ich sie sehe. Die Weite, die Ferne, die wir hier am Deich haben, die frische Luft, die wir um uns haben, die Meeresbrise, auch mal ein kleiner Regenschauer.